Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr liebt Fahrradtouren, dann heißt es dranbleiben, denn heute geht es um unsere Top 3 Fahrradnavigationssysteme. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung, schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse ist das Wahoo Element Bolt. Der Element Bolt ist der erste vollständig aerodynamische Radcomputer. Sein patentiertes Design schafft ein integriertes System von Radcomputer und Halterung, was zu einem CFD getesteten hochaerodynamischen System führt, wie gemacht für die Front des Fahrrads. Über 50% weniger Luftwiderstand im Vergleich zum führenden Wettbewerber. Der Bolt nutzt das intuitive Interface eures Smartphones, um zu koppeln, einzurichten, Seiten zu konfigurieren und mit bekannten Rad-Apps und drahtlosen Sensoren zu verbinden. Nach der Fahrt speichert die App den Verlauf und synchronisiert automatisch den verbundenen Apps von Drittanbietern. Drahtlose Routenübertragung, Abbiegehinweise von bekannten Apps wie Strava, Ride with GPS und Komoot, radoptimiertes Routen mit Wahoo bringt mich zu Funktionen und kostenlosen vorinstallierten Karten des gesamten Globuses. Der Bolt macht es euch einfach, jeder Route zu folgen. Verbindet euer Smartphone, um E-Mails, Textnachrichten und Anrufbenachrichtigungen, welche abschaltbar sind, zu erhalten. Ebenfalls gibt es ein Live- bzw. Gruppentracking. Damit könnt ihr eure Freunde live auf der Strecke verfolgen, bzw. eure Freunde können euch verfolgen. Der Element Radcomputer macht es euch deshalb einfach, in Verbindung zu bleiben, wenn ihr auf der Straße seid. Weitere Details zu dem Produkt findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung. Das Modell der zweiten Preisklasse ist das TrueNav Cross. Cross ist ein multidisziplinares GPS für jedes Gelände, von extremen Abenteuern in den Bergen bis hin zu persönlichen Trainingseinheiten oder Mountainbike-Touren. Was auch immer eure Sportart ist, Cross deckt euren Navigationsbedarf über eine schnelle und intuitive Schnittstelle. Wählt einfach eure Sportart aus und Cross passt seine Navigation eurer Aktivität an. 3 in 1 und demselben Gerät integrierte Positionierungsnetzwerke. Ihr erhaltet überall auf der Welt ein schnelles und genaues Signal samt GPS, Galileo und GLONASS. Wieder zu Hause ladet ihr eure Aktivität einfach auf die Go Cloud. Von Go könnt ihr überall auf der Welt aus eure Trackings verwalten und eure aufgezeichneten Aktivitäten analysieren. Außerdem ermöglicht es Cross, eure besten Routen mit anderen Fans auf Strava, Komoot, Training Peaks und weiteren zu teilen. Klein und robust für verschiedene Sportarten, Wandern und Radfahren mit ein und demselben GPS-Gerät. Beim Cross handelt es sich um das kleinste GPS von TrueNav. Es ist ein kompakter GPS-Empfänger für viele Sportarten, ideal zum Wandern, aber natürlich viel mehr zum Radfahren. Cross ist ein vielseitiges GPS, das maximale Zuverlässigkeit und Ausdauer für eure Bergaktivitäten bietet. Dank der geringen Abmessung und leichten Gewichts könnt ihr es in der Tasche tragen. Mit der Kupplung Quadlock könnt ihr auf dem Träger für Fahrräder oder auch Wanderungen montieren. Cross erhält ein qualitatives, hochwertiges 3,2 Zoll Display mit Blandview mit Optical Bonding, welches geschützt von Gorilla Glass ist. Mit diesem Gerät erhaltet ihr Spitzentechnologie für eine optimale Visualisierung auch unter Sonnenlicht. Alle weiteren Details findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Modell der dritten Preisklasse ist das Garmin Edge 530. Erhaltet mehr Einblicke darin, wie euer Körper auf das Training reagiert. Das Garmin Edge 530 speichert VO Max, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingsbelastungsfunktion und viele weitere. Wie effizient ist euer Training? Wertet automatisch eure letzten Trainings- und Leistungsindikatoren aus und findet heraus, ob ihr mit eurem Training eure Form aufbaut, die Höchstform erreicht habt oder überlastet seid. Bereitet euch auf jede Umgebung vor, finde mit der Hitze- und Höhenakklimatisierung heraus, wie euer Körper an unterschiedliche Bedingungen angepasst ist. Seht euch spezielle E-Bike-Statusseiten, Datenfelder sowie Systemstatus und Warnmeldungen an. Das Garmin zeigt während der Kur sogar Informationen zu Motorunterstützung, Garmin-Position, Akkulaufzeit und mehr an.
Das Edge-Gerät ist mit elektronischem Shimano D2-Schaltungssystem kompatibel, die jetzt drahtlose Konnektivität bieten. Dadurch ermöglichen sie eine schnelle und automatische Einrichtung sowie Anzeige, Aufzeichnung der Schaltdaten von Gangschaltung mit bis zu 12 Gängen. Seht euch Daten zu Kettenband und Ritzel an, sowie den Batteriestatus für den linken und rechten Schalthebel. Außerdem liefert es erweiterte Radfahrdaten. Es liefert Einblicke in Leistungsänderungen basierend auf unterschiedlichen Bedingungen wie Radfahrposition, Fahrradkonfiguration, Tourdauer und vielen weiteren. Wenn euch dieses Produkt gefällt, schaut einfach in den dritten Link der Videobeschreibung für weitere Details. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Fahrradnavigationssysteme. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.